In dieser Geschichte geht es um Peter und Ida Lindström und vor allem um... Ja, vor allem geht es hier um Minimum. Aber jetzt, ganz am Anfang, ist Minimum eigentlich gar nicht da. Denn ihr werdet ja gleich erst erfahren, wo Minimum herkommt, wo eure kleinen Geschwister herkommen und wo ihr selbst herkommt. Weil das ziemlich viel auf einmal ist und weil ihr vielleicht nicht gleich alles versteht, solltet ihr die Geschichte beim ersten Mal am besten mit euren Eltern zusammen anhören. Später könnt ihr sie dann ja immer wieder allein hören. Und natürlich könnt ihr dann auch die Spiele spielen, die ihr gleich kennenlernen werdet. Aber jetzt lernt ihr erst einmal die Familie Lindström kennen. Hans, Lena, Peter und Ida Lindström wohnen im Haus Nummer 18, ganz oben. Ida ist 7 Jahre alt und geht in die erste Klasse. Peter ist 5 und geht in den Kindergarten. Hans ist ihr Papa und Lena ihre Mama. Eine Katze haben sie auch. Die heißt Svea. Und jetzt sitzt Familie Lindström gerade beim Mittagessen. Willst du noch was zu trinken haben? Ja, gerne. Gib es mal weiter. Ida, du auch, ne? Ja, hier, Papa. Ja, danke dir. Peter nimmt sich noch ein Brot, obwohl er noch gar nicht aufgegessen hat. Wipp nicht mit dem Stuhl, Ida. Peter, setz dich hin und iss auf. Da ist so viel Soße drauf. Kann man nicht mal in Ruhe essen? Nein, jetzt nimmt Ida sofort die Katze vom Tisch. Ja, bitte. Und Peter, du setz dich hin und isst endlich auf. Nun reg dich doch nicht so auf, Lena. Ach, Hans. Oh. Was ist denn mit Mama los? Es war so laut bei Tisch. Wir müssen ein bisschen Rücksicht nehmen, Kinder. Mama erwartet nämlich ein Baby. Wieso erwartet ein Baby? Ja, ihr bekommt ein Geschwisterkind. Bist du deswegen traurig, Mama? Nein, Ida, ich bin nicht traurig. Nur müde. Ich kann einfach zurzeit nicht so viel Krach vertragen. Ich will am liebsten eine kleine Schwester. Wo ist die denn jetzt? Ich weiß es. Sie liegt in Mamas Bauch. Mhm. Stimmt das, Papa? Ja, Peter, das stimmt. Aber es dauert noch lange, bis das Baby kommt. Bis zum Frühling müssen wir noch warten. Bis zum Frühling? Wie lange dauert es, bis es Frühling ist, Papa? Lass mal den Kalender sehen. Danke. Jetzt haben wir August. Dann müssen wir noch ungefähr 7 Monate warten. Wer hat eigentlich bestimmt, dass wir ein Geschwisterchen kriegen? Das haben Papa und ich getan. Darf es in unserem Zimmer wohnen? Kommt mal mit. Wohin? Zu eurem Zimmer. So. Also, wir haben uns das folgendermaßen gedacht. Das Baby bekommt das kleine Zimmer. Dieses hier. Und euer großes Zimmer teilen wir mit einer Wand. Sagen wir hier ungefähr. Dann hat nachher jeder sein eigenes Zimmer. Ja, prima. Und wir machen ein kleines Fenster in die Wand, damit wir uns sehen können. Wir kriegen ein eigenes Zimmer. Wir kriegen ein eigenes Zimmer. Ja, ja, ja. Das kriegt ihr auch. Natürlich kostet es mehr Geld, wenn man 3 Kinder hat. Und mehr Arbeit hat man auch. Mhm. Ich kann dir helfen. Ich kann in meinen Kindergarten gehen. Ja, wenn wir da überhaupt einen Platz bekommen. Das ist nicht immer so einfach.